Das ist Patrick. Patrick ist ein echt cooler Anwalt. Hallo Patrick. Patrick wird euch jetzt ein paar Fragen über Verträge beantworten. Üblicherweise findest du in einem Vertrag, wer die Vertragspartner sind, um was es überhaupt gehen soll, also zum Beispiel bei einem Kaufvertrag, was verkauft wird und zu welchem Preis, dann vielleicht eine Vertragsdauer und dann, je nachdem, um was für einen Vertrag es sich handelt, gibt es noch andere wichtige Rahmenbedingungen, die auch im Vertrag stehen sollten. Wenn du einen extrem langen Vertrag bekommst, es kann wirklich sein, dass du vielleicht noch niemals einen Vertrag überhaupt gesehen hast und du fühlst dich ein bisschen überfordert, dann würde ich innehalten und dich auf jeden Fall nicht sofort dazu überreden lassen, den Vertrag auf der Stelle zu unterschreiben. Das Gesetz sieht vor, dass du in sehr vielen Fällen mindestens 18 Jahre alt sein musst, um einen Vertrag so zu unterfertigen, dass du auch daran gebunden sein sollst. Wenn du jünger bist als 18, kann es sehr oft notwendig sein, dass deine Erziehungsberechtigten auch mit unterschreiben. Also auf jeden Fall einmal das Beste, was dir hilft, ist Ruhe bewahren. Du kannst den Vertrag nochmal lesen, kannst vielleicht mit deinem Vertragspartner nochmal sprechen, um vielleicht einzelne Punkte anzupassen. Und wenn das nicht hilft, dann kannst du vielleicht auch die Hilfe des Gesetzes in Anspruch nehmen. Ja, in Österreich kannst du einen Vertrag rein mündlich schließen. Das kannst du dir zum Beispiel vorstellen, jemand möchte sein Auto verkaufen und sagt, ich würde dir mein Auto, dieses Auto zu diesem Preis verkaufen und die andere Person sagt ausdrücklich dazu, ja. Aber nicht nur, also man kann einen Vertrag nicht nur mündlich schließen, sondern könnte sogar noch einen Schritt weiter gehen und wenn der eine sagt, ich würde dir mein Auto verkaufen zu diesem Preis, könnte die andere Person darauf einfach nur nicken. Weil ein Nicken ist ein allgemein anerkanntes Zeichen in Österreich, das Zustimmung bedeutet. Bevor du einen Vertrag unterschreibst, sei dir darüber bewusst, dass du durch diese Unterschrift sagst, dass du mit all dem, was über dieser Unterschriftszeile steht, einverstanden bist. Deswegen überleg dir gut und lass dir vielleicht noch Zeit, bevor du den Vertrag unterschrieben hast, ob du wirklich mit allen Punkten, die da drin stehen, einverstanden bist. Theoretisch kannst du überall einen Vertrag unterschreiben. Im Bierzelt, da musst du halt ein bisschen aufpassen, weil im Bierzelt wird viel getrunken. Und wenn du in dem Moment, wo du einen Vertrag unterschrieben hast, so viel getrunken hast, dass du schon eigentlich nicht mehr, dass du nur gelallt hast und dich eigentlich gar nicht mehr erinnern kannst, was passiert ist, dann warst du vielleicht in dem Moment gar nicht geschäftsfähig. Jetzt haben wir so viel über Verträge gesprochen. Ich möchte nur noch mal zusammenfassen, ein paar der wichtigsten Punkte. Und zwar, du musst dich am Ende des Tages mit dem Vertrag und dem Inhalt des Vertrages einverstanden fühlen. Es muss für dich passen. Deswegen lass dich nicht überrumpeln. Nimm dir die Zeit, vielleicht nochmal eine Nacht drüber zu schlafen. Stell jede Menge Fragen, so lange bis du wirklich alles verstehst, was drinsteht. Nimm auch die Hilfe, die dir von öffentlichen Stellen zur Verfügung gestellt wird, in Anspruch. Du kannst zum Beispiel auch jeden Dienstag zu einem Bezirksgericht gehen und dort rechtliche Beratung gratis von Richtern bekommen. Am Ende des Tages, es muss für dich passen. Und wenn das nicht der Fall ist, dann würde ich dir in den meisten Fällen empfehlen, den Vertrag nicht zu unterschreiben. Das war's von mir und wir sehen uns in der nächsten Folge. Ich freue mich. Bis dann. Ciao.